besuchen in ca. 100 Schulen in München die Klassenzimmer und machen mit der ganzen Klasse eine Musikstunde und hören da genau, wie gut die Kinder die Töne halten können, wie aufmerksam sie die Töne auch nachsingen können, wie konzentriert sie sind. Und dann bekommen die Kinder eine Einladung zu uns, zu einem weiteren Vorsingen. Und dann dürfen sie bei uns teilnehmen und auch mal schnuppern, ob es ihnen Spaß macht. Die eine ist auch zu uns in die Schule gekommen. Dann haben wir was vorgesungen und der das gut gesungen hat, durfte dann so ein Zelt haben. Die hatte halt so ein kleines Klavier dabei und die hat dann ein Lied gespielt und dann mussten wir das nachsingen. Genau, schau, dass ein bisschen mehr Zähne zu sehen sind. Ah, ah, Zeit, was ein Ausschnaufen. Dort lernt man ganz leichte Lieder und die ersten Stimmübungen. Dann gibt es nach dem Chor 4 eine Prüfung in den Chor 3. Dort lernt man dann schon etwas schwierigere Sachen und auch geistliche Sachen. Dann gibt es wieder eine Prüfung in den Chor 2. Chor 2 lernt man dann schon sehr viel, was man halt braucht für den Chor 1. Und dann gibt es eine Übertrittsprüfung in den Chor 1. Früher gab es noch die Tribis, die haben einmal in der Woche allein geprobt und einmal in der Woche mit dem Chor 1. Und jetzt gibt es nur noch den Chor 1 und da proben alle zusammen ab den Chor 2. So schaut ein Fisch aus. Oder ein Kaugummi-Sänger. Ist das spannend? Ja, das glaube ich auch. Also, erzählt dir mal die schöne Geschichte vom Nicolo. Die ist nämlich spannend. Was sagt der Nicolo am Schluss, wenn ihr für ihn singt? Und am Schluss sagt er nämlich ganz was Wichtiges. Hört mal genau zu. So. Danke, ja vielleicht. So, zweite Strophe, Brüder. Und. Im Schnitt sind es ungefähr, ich würde mal sagen, über 1000 Talente geben wir also Empfehlungen aus. Und von diesen 1000 ungefähr kommen 100 zum Vorsingen und ungefähr 60 Kinder nehmen wir dann auf. Wir haben ganz normal einen Unterricht gemacht und dann hat es auf einmal geklopft und alle dachten so, wer ist das jetzt? Und dann haben sie gesagt, ja, singt mal die Sonne wunderschön, und dann haben sie uns das vorgesungen und dann haben sie gesagt, ja, okay, du bist jetzt ein König zum Beispiel. Zu den Mädchen haben sie gesagt Königin. Und es gab Prinzen, die haben dann nicht so wirklich, also gesungen, haben dann halt keine Einladung gekriegt. Und dann, die eine Einladung bekommen haben, durften dann einmal singen hier. Und wenn es ihnen gefallen hat, konnten sie weitermachen. Und wenn nicht, dann haben sie aufgehört. Und dann kamen wir in Chor 4, haben leichte Lieder und Einsingübungen gemacht. Und dann beim Übertritt im Chor 3, also im Chor 3 haben wir dann schon mehrstimmige Lieder gemacht und Einsingübungen und das war ein bisschen strenger. Und jetzt im Chor 2 ist es auch schön, weil wir singen jetzt vierstimmig manche Lieder, wir sind auch schwer und ja.